Flanke. Er nimmt ihn volles Risiko. Trifft er, ja, drin, Tor. Sie wurden als vermeintlich schwächer eingeschätzt im Vorfeld. Aber zu sehen ist davon nichts, Buschi. Nee, ganz und gar nichts. Sie spielen richtig gut. Ganz stark. Er versenkt den Ball mit einem direkten Freistoß. Das Tor sehen wir jetzt noch mal in der Verlangsamung. Und da merkt man natürlich, dass der gute Mann bei den Freistößen eine extra Einheit eingelegt hat. Ein wirklich schöner Treffer. Da konnte der Schütze sein ganzes Können zeigen. Er versucht's. Und drin. Von der Latte aus geht er da rein. Das war eine ganz enge Kiste. Der Ball springt von der Querlatte direkt ins Tor. Und das kannst du so natürlich nicht planen. Egal. Da fängt er die Flanke ab. Und wieder hält er mit dieser Aktion das Unentschieden in den Händen. So natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Unfassbar stark. Er nimmt den Distanzschuss und macht ihn. Das hat er stark mit dem Innenriss gemacht. Er kann es eben auch mit Gefühl und Technik. Also da wird er einfach für seinen Mut und vielleicht auch ein bisschen für seine Frechheit belohnt aus dieser Distanz. Was für ein Tor. Und den Ball hält der Torhüter fest. Da zieht er ab. Der Ball ist drin. Sie gehen in Führung. Jetzt haben sie hier die Führung. Ja. Wahnsinn! Damit konnte man nicht rechnen. Buschi. Wolf, die haben sich reingebissen in dieses Match. Und wenn es einmal läuft, hat man auch als Außenseiter eine Chance. Lewandowski, war das eng. Und jetzt ein Schuss. Und da ist das Tor. Dieses Tor müssen wir uns unbedingt nochmal anschauen. Ich muss sagen, da haben sie ihren Keeper auch nicht unterstützt. Verhindert hier einen späten Rückstand. Oh, war das. Und jetzt der Schuss. Unfassbar. Sie machen das Tor. So kurz vor Schluss. Ja, das müsste doch gewesen sein jetzt hier, oder? Ja, denke ich auch. Davon erholt sich der Gegner garantiert nicht mehr. Da kommt der Schuss. Macht ihn. Treffer bestätigen sie ihre sehr, sehr gute Leistung heute. Dass sie als Gewinner vom Platz gehen, daran hatten wir ja auch vor. Wird das jetzt gefährlich? Und nun ein Schuss. Und drin. Von der Latte aus geht er da rein. Manchmal gehört eben auch Glück dazu. Der Ball geht hier an die Unterkante der Latte und dann rein. Und das sieht natürlich spektakulär aus. Es geht um Zentimeter. Den Ball leitet er weiter. Ibrahimovic. Ganz stark und nun ein Schuss. Ein fantastischer Treffer. Naja, große Freude kommt nicht mehr auf im Moment. Dafür liegen sie zu klar zurück. Ja, und die wissen natürlich ganz genau, das Spiel ist durch. Hier kommt der Freistoß. Und jetzt haben sie das Tor. Kurz vor Schluss liegen sie vorne. Reicht das? Diesen Treffer schauen wir uns gerne nochmal in der Wiederholung an. Ein fantastischer Freistoß, direkt verwandelt. Ein unglaubliches Ding, da guckt man sich die Wiederholungen gerne immer und immer